Jo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Part 70 von Let's Play Pokémon Weiß 2. Wir sind hier in Orion City angekommen. Und ja, das letzte Mal habe ich ganz unmotiviert eine Stadterkundung angekündigt, aber so groß ist die Stadt gar nicht. Das sollte eigentlich relativ gut erledigt sein, deswegen wollen wir gleich loslegen. In der Traumbranche einer Fabrikruine fahren viele, viele Träume. Und angeblich gibt es sogar ein Pokémon, das von diesen Träumen geleitet wird. Das werden wir uns auch ansehen. Die Arenaleiter aus Orion City haben ja leider noch nicht... Habe ich leider noch nicht besiegt. Aber das macht doch nichts. Ich werde so ein starker Trainer, dass die mich irgendwann herausfordern wollen. Okay. Auch ein interessanter Gedankengang. Also ein Feuer-Pokémon mit anfälligen Attacken vom Typ Wasser. Deshalb tut sich Mike auch schwer, so schwer gegen Colin zu gewinnen. Ja, das ist halt doof, ne? Wow, du hast ganz 8 Ohren. Dann musst du ja ziemlich stark sein. Was für Kriterien entscheiden in einem Kampf zwischen zwei Trainern mit jeweils 8 Ohren wohl über Sieg und Niederlage? Strategie. Predicts. Komm, lass eine Runde Schere Stein Papier spielen. Ich bin unschlagbar. Schnick, Schnack. Schnuck. Stein, Papier. Ja! Du hast mich besiegt. Da geht's hin, meine schöne Siegesserie. Schere Stein Papier Turnier. Wow. Das ist ja gar nicht so, als würde das Spiel das beeinflussen können. Also im Prinzip raten, lol. Ich bin ja schon seit Jahren Fan eines bestimmten Models. Ihr Name lautet Camilla und ihre Pokémon sind so stark, wie sie schön ist. Wie mein? Du hast schon mal gegen sie gekämpft. Respekt, du kommst offenbar echt in der Welt herum. Ja, das war ein spannender Arena-Kampf, glaube ich. Der war richtig spannend. Als die Arena-Kämpfe bis, glaube ich, Arena 5 waren ultra spannend. Das war richtig episch noch. Mittlerweile sind wir etwas souveräner dabei. Aber naja, im ersten Schock des Pokécenters findest du die GTS, welche die ganze Welt miteinander verbindet. GTS steht für globale Tauschstation. In Maria City trägt man neuerdings zudem das Pokémon World Tournament aus. Man kürzt das PVT ab. Ja, allerdings gibt es da keine Online-Funktion, leider. Das wäre so episch. Es wäre so episch, ohne Spaß, liebe Freunde. Ich trainiere nur Feuer-Pokémon. Dementsprechend habe ich mit Pokémon vom Typ Wasser, Gestein, Boden so meine Probleme. Aber sich effektive Taktiken für solche Momente ausdenken, macht ja erst einen richtigen Reiz eines Trainerdaseins aus. Wenn du meinst. Schau ruhig hin und wieder in die PC-Box und trainiere die Pokémon, die dich interessieren. Du wirst sehen, dass du diesen Prozess unheimlich viel dazulernst. Ja, ja, so ist das. Ich bin zwar schon lange nicht mehr im Bild, aber ich rede trotzdem noch. Was man in der Schule gelernt hat, bringt man jemand anderem bei und verbreitet so das Wissen um die Pokémon in die Welt. Oh, das ist ein Item, das will ich haben. Geht's hier rein? Ne, oder? Dann haben wir da noch zwei Häuser und das Zeug halt, das dann da oben ist. Timerball. Das ist, glaube ich, die Trainerschule, die da noch fehlt, oder? Kann das sein? Geh jetzt da rein, Mensch. Hey, Trainer! Das ist alles, was sie anbieten kann, aber ich denke... Oh, denke dir nichts und greif einfach zu. Superball erhalten. Jo, danke. Warum? Pokémon kann man nie genug haben. Das ist jetzt nur ein Superball, aber vielleicht kann er davon nutzend sein. Je mehr Kämpfe man über die Jahre absolviert, desto klarer wird einem so manches Mysterium. Da verwundert es mich auch nicht, dass man mit dem Alter immer weiser wird. Ja, bei manche Leute. Egal wie alt man ist, solange man Pokémon an seiner Seite hat, wird gekämpft. Mittels WLAN gibt es schließlich auch mehr als genug Gegner. Wie geil, dass so ein alter Opa sagt. Ach, ich feiere das Spiel, machen wir schon ein bisschen. Hallo Trainer auf Wanderschaft. Ruft dich deine Familie öfter mal per Visocast an? Oder warten deine Lieben eher darauf, dass du dich mal bei ihnen meldest? Nächste Frage. Ich möchte bald wieder ins Ausland, um dort Pokémon-Camp zu bestreiten. Im Ausland hat man eine hervorragende Gelegenheit, neue Dinge zu entdecken und seinen Horizont zu erweitern. Ja, ich will auch wieder ins Ausland, sprich in dem Fall hier in einer anderen Pokémon-Region. Das wäre geil. Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Ich neige dazu, all meinen Pokémon möglichst männliche Spitznamen zu geben. Tja... Da ist leider noch im 19. Jahrhundert. Herzlichen Glückwunsch. Nein, es ist eben selber überlassen, was einen Pokémon männlichen Spitznamen gibt, aber einem weiblichen Pokémon männlichen Spitznamen zu geben, ist halt doch ein bisschen, naja. Gut. Angeblich sind in letzter Zeit ja Leute gegeben, die in der Traumbranche die Präsenz eines mysteriösen Pokémon spüren. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, die wir so viel genommen haben. Vivien ist auch so eine, aber die ist leider nach Strato City gegangen. Ist die Großstadt wirklich so toll? Ja, Strato City ist toll. Strato City ist echt toll. Ich finde die Musik ist vor allem richtig genial im Vergleich zu dem Gedudel, das hier spielt. Aber Vorsicht, jetzt sage ich noch Gedudel. Dass Benny, Mike und Colin ihre Posten als Arenaleiter aufgegeben haben, um ihren Training nochmal oberste Priorität zu geben, war mit Sicherheit keine leichte Entscheidung.
Komm mal, mit Pokémon auf Level 14 reicht halt auch nicht viel. Da hätte ich auch nochmal neu das gemacht. Also nochmal neu die ganze Sache angefangen. Hier gibt es ein Upgrade, damit kann man. Hatten wir das nicht schon mal? Porygon zu Porygon 2, doch, das hatte ich schon mal erwähnt. Billanette, Lana und Rubina sind Systemverwalter und damit ausgewiesene Pokémon-Lagerungssystem-Spezialisten. Ich kenne mich damit eigentlich nicht aus, aber das Sigi hat inzwischen die Versionsnummer 3.0, wie es scheint. Einfach mal dahin gelauert, was da steht. Auch wenn die Pokémon-Arena nicht mehr besteht, erfreuen sich die Kämpfe, die in der Traum... Trainer, die in der Traumbranche trainieren, dennoch bester Gesundheit. Okay, da geht es noch mal zu Traumbranchen. Hier oben haben wir noch den Typen. Wenn der Typ eines Pokémon einer Attacke gleich ist, dann blablabla. Gibt man dem Pokémon dann noch ein Juwel zum Tragen, steigt die Stärke der Attacke sogar noch mal mehr. Trainerschule. Das Item die Items Großlinse und Zoomlinse sind zwar sehr ähnlich, aber sie tragen nicht ohne Grund verschiedene Namen. Eine Großlinse erhöht die Genauigkeit um 110%. Falsch. Ah ne, stopp. Auf 110%, das ist richtig, so formuliert. Um 110% wäre falsch, aber auf 110% ist richtig. Eine Zoomlinse dagegen erhöht die Genauigkeit auf 120%. Du solltest einmal gescheit lesen können, du Depp, ne? Aber nur, wenn der Träger zuletzt angreift. Pokémon, die in Sachen Initiative Defizite aufweisen, sind damit einer Zoomlinse besser bedient als mit einer Großlinse. Kann ich dich vielleicht für ein leichtes Ratspiel begeistern? Ja, gut, fangen wir an. Mit welcher dieser drei Bärenversionen hält man eine gewöhnliche Verwirrung? Persibäre. Bingo. Damit liegst du Gold drin. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Attacke Angeberei erhöht ja bekanntlich den Angriffswert des Ziels. Aber welches der folgenden Statusprobleme kommt dazu verpasst? Ja, zurückschrecken wäre sehr sinnfrei, weil es schon Angriff hat in der Runde. Verwirrung. Ding. Ja, vollkommen richtig. Hier ist der Preis. Persibäre halten. Ja, cool. Wenn du in einem Doppelkampf die Attacke Angeberei auf ein Pokémon an, das eine Persibäre bei sich trägt, erhöht sich dessen Angriffswert. Die dabei entstandene Verwirrung wird durch die Persibäre gehalten. Das Pokémon mit dem erhöhten Angriff teilt danach umso härter aus. In Doppelkämpfen steht dank der Kombination aus zwei Pokémon auf der Seite viele Möglichkeiten dieser Art. Ja, zum Beispiel einfach mal im Gengar Angeberei einsetzen auf ein Relaxo und das dann mit Explosion einfach mal komplett alles zerstören lassen mit einem Normaljuwel. Ne, was hat der Persibäre? Den Gedankengang sollte man vielleicht mal zu Ende denken. Habe ich schon mal auf jeden Fall schon mal gesehen, Duellturm, das war echt heftig. Pokémon können über sogenannte Fakern verfügen, die ihnen mysteriöse Kräfte verleihen. Manche von ihnen zeigen übrigens auch außerhalb der Kämpfe Wirkung. Verfügt das Pokémon an der Spitze des Teams beispielsweise über die Fakern Saugnapf oder Wehrteil, da fällt es dir sehr viel leichter, Pokémon zu angeln. Okay, das wusste ich nicht, weil ich mich mit den Fakern selten befasse. Hast du etwas Zeit? Du bist jemand, der es mit Pokémon auskennt. Darf ich um einen fachmännischen Rat bitten? Klar. Oh, das ist aber echt nett von dir. Gut, dann will ich dir gleich mal die Problematik einweihen. Ich würde gerne ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit einer Attacke von Boden treffen, weißt du? Aber wie kann das bloß funktionieren? Ich komme einfach nicht auf die Lösung. Ein paar Denkansätze habe ich, aber ich weiß nicht, welcher richtig ist. Jetzt bist du also gefragt. Sag mir, was du von meinen Lösungsansätzen hältst. Zuerst bräuchte ich mal deine Meinung zu ein paar Items. Um ein Pokémon mit der Fähigkeit Schweben mit einer Bodenattacke zu treffen, wäre es zum Beispiel ein Versuch wert, ihm mit Hilfe der Attacke Trickbetrug oder wechsellich ein Item unterjubeln. Nach längerer Überlegung bin ich darauf gekommen, dass ich dafür eventuell eine Eisenkugel eignen würde. Aber vollkommen sicher bin ich mir nicht. Wie findest du die Idee? Finde ich toll. Finde ich klasse. Oh, dann hatte ich also recht, ja. Also, wenn das so aussieht, hatte ich wohl wirklich den richtigen Riecher. Aber ja, wenn man ein Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe eine Eisenkugel unterjubelt, kann man es bestimmt auch mit den Attacken vom Typ Boden treffen. Vielen Dank. Ich bräuchte nochmal einen fachmännischen Rat. Hättest du kurz Zeit? Ja. Diesmal möchte ich, dass du mir in Sachen Attacken auf die Spuren hilfst. Ich suche nämlich nach einer Attacke, die es mir ermöglicht, nach ihrem Einsatz Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe auch mit Hilfe von Bodenattacken zu treffen. Ich hätte zuerst an die Attacken Katapult, Erdanziehung und Magensäfte gedacht. Wer von dreien ist die richtige? Ja, alle drei natürlich, aber ich finde Magensäfte am interessantesten. Magensäfte sagst du, ja, da ist was dran. Wenn ein Pokémon mit der Attacke Magensäfte getroffen wird, hat es zur Folge, dass die Wirkung seiner Fähigkeit unterdrückt wird. Das gilt natürlich auch für Schwebe. Also nochmal zum Mitschreiben. Trifft man ein Pokémon, das über die Fähigkeit Schwebe verfügt, mit Attacke Magensäfte, kann man es auch mit Bodenattacken behaken. Ist notiert, vielen Dank. Ich brauche nochmal einen fachmännischen Rat. Zu kurz Zeit. Ja, zu guter Letzt brauche ich noch deinen Rat in Sachen Fähigkeiten. Es gibt wohl auch Fähigkeiten, die es einem ermöglichen, Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit Hilfe von Attacken vom Typ Boden zu treffen. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, um welches es sich dabei genau handelt. Mir fallen nur Überbrückung, Terrawald und Turbobrand ein.
Jetzt müssen wir nur noch wissen, welcher dieser drei Fähigkeiten sich eignet. Was würdest du sagen? Wieder alle drei, aber ich nehme in diesem Fall Terravolt, weil das einfach mit Furem Black auf dem Schatz, das hat der Terravolt. Und das ist so ein geiler Counter gegen Rotom Wash. Das ist so nice, liebe Freunde, sind um den Erdkräfte reinzudrehen. Das ist so nice. Ah, Terravolt, dachte mir doch. Pokémon mit Terravolt, die können ein Ziel angreifen, ohne dabei die Wirkung seiner Fähigkeit zu spüren zu kriegen. Damit kann man selbst Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe nach Lust und Laune mit Bodenattacken bearbeiten. Ja, Terravolt ist eine richtig coole Fähigkeit. Viva Terravolt. Vielen Dank. Dank dir bin ich jetzt optimal gegen die Fähigkeit Schwebe gewappnet. Aber ich bin auch gegen Leute gewappnet, die gegen Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe gewappnet sind. Fucking Mindgaming, ne? Egal mit was für Pokémon ich auch zu tun bekomme, dank der Fähigkeit Schwebe ist mein Team einfach unschlagbar. So wär's mit einem Kampf gegen meinen unschlagbaren Schwebe-Pokémon. Ja! Endlich, Alter, das war ewig! Das war ewig, ey. Das erste Mal schon das Rotom auf Level 69. Holy shit, rast nicht so aus. Die Ironie ist, der schickt ja auch noch einen Boden-Pokémon rein. Das ist tatsächlich... Ah, schneller, okay. Wir sind auch nur noch ein Level drunter. Das sollte mich ein bisschen an die 70er jetzt langsam gewöhnen. Weil die... Hier haben sie es tatsächlich so gemacht nach unten, dass die Trainer stärker werden. Da haben sie nicht eine Levelkurve behalten. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Okay, Gengar. Das Problem ist halt so alles Geist-Pokémon, dass die auch noch gleichzeitig anfällig gegen Unlicht-Attacken sind. Oder sogar Gengar und Speed-Dravigator. Alter. Hast du dir das genommen? Hey, das verrate ich dir noch nicht. Okay. Also, Rabigat hat was Geld. Vor als letztes kommt ein Smogmog. Oder ist das schon sein letztes oder fehlt noch eins? Ich hab nämlich noch in Erinnerung, dass noch Lipomentas reinschickt dann. Glaube ich schon noch. Aber mit doppeltem Angriff halt ist das ein bisschen schwierig auch für Smogmog hier in Knirscher zu überleben, weil der Attacke quasi jetzt auch sehr effektiv ist. Aber es überlebt tatsächlich. Aber ja, dann kommt der Miss. Felsgrab. Nein, Memento Mori. Och nö. Angriff sinkt stark, Spezialangriff sinkt stark, Smogmog wurde besiegt. Boah, das ist ja doof. Nur als Rabigat nicht geschafft, sondern auch nur gemisst hat, wie immer. Oh, Zapplerang, das hat gar keine Schwäche. Da holen wir jetzt mal hier Skelabra rein. Weil das kann schon ordentlich austeilen. Ich glaube, da kann ich auch Rabigator. Ja, nach der Traumbranche tue ich dann auswechseln. Wieder gegen Lucario. Hier Flammenwurf, macht man einen sicheren Two-Hit draus. Boah, wie viel Schaden das macht, ey. Das ist echt hart. Das ist das Gelaber, das ist so krass. So krass hart drauf mit seinem mächtigen Spezialangriff. Überleg mal, es wäre jetzt noch auf DVs und EVs und Wesen alles abgestimmt. Das hätte es gerade weggehauen und gewonnen. Okay, das Zapplerang hat auch keine EVs zu verteilen. Das muss man auch fairerweise sagen, aber trotzdem. Aha. Und ich dachte, ich sei gegen Leute gewappnet, die gegen die Fähigkeit Schwebe gewappnet sind. Tja, in der Praxis stellt es eben alles immer anders aus als in der Theorie. Gleichzeitig beweist dieses Ergebnis aber auch, dass du ein großes Talent besitzt. Ja, wie was mit einer Eisenkugel so als Dank oder der Fähigkeit Terravolt? Also eine Eiskugel wäre realistischer. Viele Leute lieben Pokémon über alles und wollen noch mehr über sie wissen. Um dieses Bedürfnis zu bedienen, wurde die Anzahl der Trainerschulen erhöht. Ja, auf 2 nämlich, glaube ich. Ich habe gesagt, Orion City geht schnell, wir sind schon wieder bei 13 Minuten, jetzt weil 5 Minuten mir von dem Schwebetypen dazu getextet worden sind. So, als nächstes hier mal das Pokécenter. Hi! Nein, bitte nicht. Hi! Warum ignorierst du mich? Ich weiß nicht warum. Kennst du Crazy Diablume? Mit einem ganz besonderen Bouquet. Davon bringt man in der Sinnoh-Region seit jeher seinen Dank zum Ausdruck. Schnappst dir auch immer schön alle Pokémon. Je mehr du hast, umso mehr Spaß macht auch das Stöbern in deinem Pokédex und deinen PC-Boxen. Sag mal! Also wenn ich ein Arenaleiter wäre, würde ich niemals mehr aufgeben. Ja, guck, kannst du eben doch nicht ohne mich, würde ich mal sagen. Und ich würde dir nur noch eine Medaille überreichen, und zwar die Werbetrommel 20. Das ist für die Einklangpassage. Ja, das wird für die Einklangpassage. So, jetzt hier mal unser guter Freund Greedo, oder wie der heißt. In diesem Restaurant gibt es nicht nur köstliche Speisen. Man kann auch mit Pokémon-Fights seinen Fun haben. Das war damit ein Anglizismus, das hatte ich für einen Moment vergessen, aber... Oh, hi ihr drei. Immer hinein in die gute Stube. Wer bei uns speist, bekommt ein buntes Programm geboten. Die drei Arenaleiter von Orion City
wären bei jeder Teegesellschaft gern gesehene Gäste. Benny setzt Pokémon für Pflanze ein, also weiß er über Teebilder Bescheid. Colin kämpft mit Wasserpokémon, also hat er das beste Teewasserparat. Mike ist Herr über Feuer und Flammen, er brüht den Tee also optimal auf. Sie sorgen für einen erquickten Teegenuss. Ja, abartig. Hallo, ich schenke gern our guests fleißig Tafelwater nach. Ja, der mit seinem Tafelwasser, Tafelwater. Was ist ein Element? Colin, der Name ist sehr erfreut. Wie wär's? Willst du mit mir ein Team gründen und gegen meine Brüder kämpfen? Ja, gleich. Ja, ich überlege mir, mit wem wir kämpfen. Hallo, ich schenke hier bei unseren Gästen fleißig Tafelwasser nach. Mit wem wollen wir denn kämpfen? Das ist eine gute Frage. Sag mal, da zu einer Aufführung spielt kein einziges Nagelotz mehr mit. Und die berühmte Grillmark-Aufführung des Cafés Orion, willst du sie sehen? Okay, wir werden alles geben. Okay, jetzt Grillmark hört auf mein Kommando versammeln. Welches Grillmark sollst du wiederfinden? Das hier. Das energiegeladene Grillmark. Ich möchte natürlich finden, deswegen setze ich einen Save wie Riesenpilz. Ich muss mich konzentrieren. So, ich glaube, es ist das ganz links. Die Antwort ist richtig. Dein Preis ist also Riespilz 11 von dem Sodabug. Hehe, voll getrollt, ne? Jawohl, ja, so muss es sein. Das ist leider schon das Ende unserer wunderbaren Grillmark-Aufführung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bing. So, mit wem kämpfen wir denn jetzt zusammen? Eine Mene Mist, es rappelt in der Kiste. Eine Mene Mac und du bist weg. Wir kämpfen mit Colin zusammen. Ja, wollen wir. Sehr schön. Mit mir an der Seite hast du schon so gut wie gewonnen. Wir werden sehen. Gut, ich bin der große Colin, werde unsere Gegner bis auf die Knochen nass machen. Dann legen wir mal los. Das gegnerische Team besteht aus Benny, der mit seinen Pflanzen-Pokémon antritt, und Mike, der mit Feuer-Pokémon kämpft. So, und los geht's. Ich glaube, die drei haben gar nicht mehr so schlechte Level. Ich denke, auch 69 sollte drin sein, auf jeden Fall, hoffe ich. Ich gucke mal, ob ich auch noch die anderen beiden Brüder kämpfe, mal nachholen kann im Laufe vom LP. Aber ich schreibe das mal auf. Café Orion Brüder Kämpfe. Colin, Mike. Benny, streich ich mal hier. Colin wächst. Nächstes Mal würden wir damit Mike machen. So, aber jetzt kommen wir erstmal zum Kampf selbst. Ich gehe erstmal auf den Knirscher auf Maracamba, weil das Pokémon am gefährlichsten werden kann. Weil Barschuf, glaube ich, kümmert sich schon um Furnifras relativ solide. Das Problem ist halt, wir haben beide eine Schwäche gegen Pflanze. Das macht es uns nicht gerade einfacher. Und Blättertanz ist willkürlich und trifft natürlich Rabigator. Sauber. Und ich denke mal, Funifras wird mich auch nicht verschonen. Das war sogar ein One-Hit-KO. What the hell, alter Maracamba, was geht mit dir ab? Horta, das boostet deine Verteidigung. Das können wir ruhig ein bisschen machen lassen, weil so gefährlich ist Funifras nicht. Oh, das hat sogar noch eine Überreste. Das ist ja lästig. So, Fletiamo bitte in den Kampf und Angriff auf Maracamba. Ja, wird auf jeden Fall die anderen beiden Brüder kämpfen noch zeigen. Ich werde gleich auch mal im nächsten Part vielleicht mal erläutern, was ich euch noch alles im LP zeigen werde, beziehungsweise auch mal gemeinsam mit euch aufschreiben. Dann zeige ich euch einfach, was wir im LP noch machen, dann. Dann, ja. Können wir uns da relativ gut auf einigen. Deswegen cheat das sogar Level 72. Mir fällt gerade auf, die Gegner sind auf 70, man selbst nur 65. Das ist ja auch nicht ganz so fair. Und die beiden setzen jetzt schon ihre Hauptaffen ein. Das ist ja schon mal. Die wollen gehen also aufs Ganze hier an der Stelle. Oh, Energieball. Ciao, Barschuf. Das war's. Das überlebt das nicht. Und das hat sogar ein Live-Orb noch, das Vegeta hier. Autsch, Alter. Wie übertrieben. Den auch noch ein Live-Orb zu geben, Alter. Was haben die genommen?
Als nächstes Gelabra, das ist die beste Wahl in dem Kampf, weil er gegen beide sehr, sehr stark reinhauen kann. Und ich muss auf jeden Fall das Vegeta hier weghauen, weil... Ja, Lashoking hält einiges aus. Das hilft ja nicht gegen einen Flammenwurf von Skelabra. Das wird dir sowas von gar nicht helfen, mein lieber Freund. Knirsche zum Glück auf Lashoking und nicht auf Skelabra. Das würde verdammt wehtun. Ist halt echt schon vom Level her gut aufgestellt. Das gefällt mir. Das ist eine Herausforderung. Und Skelabra haut hier das Grillcheater weg. So, Level 68 für Skelabra. Init kriegt es nochmal ein bisschen, aber vor allem Spezialangriff und gerne natürlich auch einen Flammenwurf. Auch bitte Lashoking, das muss jetzt aber nicht sein hier der Fail, oder? Ja, Überreste bei uns im Team hier an der Stelle. Da kommt Tentantel, das muss sofort sterben. Ich denke mal, Grillcheata wird hier unser liebes Lashoking ausnocken. Ja, aber das Tentantel muss weg, weil das kriegen wir sonst, kriegst du das nicht mehr down, wenn du das nicht mit einer Feuertag aus dem Spiel nehmen kannst. Immerhin haben wir dann schon mal einen Vorteil für unser Team hier herausgearbeitet. Nämlich, dass wir hier mit einem... mit einer 2-1 Überzahlsituation im Moment gut umgehen können. So, ich denke, es wird ein Knirscher auf Skelabra kommen, deswegen wechsle ich aus. Und zwar auf Kukmada als Opfer. Wenn es halt nicht geopfert wird, kriege ich halt schöne Gratis-EP, aber auch nicht so schlimm dann. Knirscher, ja, wie erwartet. Und jetzt so, der Cheater knockt das Vieh aus. Aber man kriegt keine EP dafür. Das war jetzt nicht so klug, aber egal. Die haben alle live auf die Affen, das ist schon, huiuiui. Bisschen übertrieben. Oh, Flampi wären auch sehr stark für 70, aber ich denke, gegen zwei Wasser-Pokémon sollte es nicht allzu lang mithalten können. Erstmal Siedewasser, es kann schon sein, dass das reicht. Ist zwar drei Level drunter mit Life Orb, wie gesagt, sehr effektiv. Flampi, wenn Spätzdef ist nicht so gut, reicht das tatsächlich aus. Exzellent. So, gewonnen, yay. Genug Kohle wieder für uns. Du warst eine ausgezeichnete Ergänzung zu meinen spritzigen Attacken, ja. Mit meinem Mitstreiter wie dir darf man... Mit einem Mitstreiter mit dir darf man sich wirklich glücklich schätzen. So, mit dir in einem Team zu kämpfen, hat mir völlig neue Perspektiven eröffnet. Es wäre toll, wenn wir morgen wieder gemeinsam als Team antreten könnten. Nein, das machen wir dann mit anderen. Aber erstmal wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Das nächste Mal machen wir dann mit der Traumbranche weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass Orion so lang dauert. Aber was nun mal so ist, können wir nicht ändern. Bis zum nächsten Mal und ciao!